Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über das zweite Kapitel vom ersten Brief reden und gerade den letzten Vers. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Interessant, im ganzen Kapitel hat er viel gesagt, was sie lassen sollen und was sie annehmen sollen. Er sagt Betrug, Bosheit, Heuchelei, Afterreden, alles sollt ihr lassen. Aber das Wort Gottes sollt ihr lieben und euch aufbauen zum geistlichen Hause und so weiter. Aber hier sagt er, ihr seid gekommen jetzt zu Jesu. Ihr habt ja geirrt in dieser Welt, aber jetzt habt ihr Jesu. Er ist euer Hirte, er ist euer Bischof. Er wird euch lehren alles, was ihr tun sollt. Schaut, wie er gelebt hat. Ganz interessant, dass diese ganze Text hier steht, nachdem, dass er sagt, Jesus hat so vieles erlitten. Jesus hat so vieles getragen, ungerecht. Und er hat nicht zurück irgendwie gedroht. Er hat nicht zurück, also mit schlechten Worten geantwortet. Er hat getragen. Ganz interessant. Ich möchte dieses gerade hier lesen. Denn das ist Gnade. So jemand um des Gewissens willen zu Gott das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, so er um Missentaten willen Streiche leidet? Aber wenn ihr um Wohltat willen leidet und erduldet, das ist Gnade bei Gott, denn dazu seid ihr auch berufen. Siehe, auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde gefunden worden. Welcher nicht widerschallt, da er gescholten ward, nicht drohte, da er litt. Er stellte es aber dem anheim, der da Recht richtet, welcher unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe, auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Ich finde so wunderbare Worte. Jesus ist unser Hirte. Jesus ist Bischof unserer Seelen, aber er ist unser Vorbild und wir sollen nach seinen Fußstapfen gehen. Schaut mal, er wurde gescholten, er schreit nicht wieder zurück. Er hat gelitten, hat nicht gedroht zurück. Er war geduldig, er hat vieles ertragen. Ich denke, dazu braucht man wirklich Jesus seine Kraft. Alleine schafft man das nicht. Der Mensch ist geneigt, auf Böse zurückantworten. Also wenn jemand dich schildert, auch zurück. Also noch das Gleiche tun und manchmal noch schlechter. So ist ein Mensch. Aber mit Jesus, wenn man seine Kraft hat, wenn man wirklich mit ihm wächst in der Gnade Gottes, dann hat man diese Kraft, so wie er zu leben. Und wir wissen, er sagt sogar, die Sünde hat er so getragen, auch die Sünde der Menschen, und hat es aufs Holz getragen. Ja, für uns alle. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Ja, in erster Linie, unsere Seelen sind heil geworden von diesen schlechten Angewohnheiten. Jemand so zurück, immer böse Antworten. Nein, er hat uns geheilt und er ist unser Hirte und wir gehen mit ihm durch das ganze Leben. Das ist so wunderbar. Und ich denke auch, wenn wir etwas Böses getan haben und dann leiden wir, das zählt hier nicht. Wenn man einen Fehler getan hat und jemand sagt, es ist ein Fehler, dann muss ich es auch verbessern. Aber wenn wir was Gutes getan haben und für das gescholtet werden, dann ist es manchmal auch schlecht. Dann sagen wir, das ist doch ungerecht. Warum sagt er mir so? Warum kommt er mit dem? Aber interessant, Jesus konnte hier ertragen. Er sagt an einer Stelle, komm zu mir, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das ist diese Eigenschaft Jesu, die über alles steht. Er war hier ein Lamm Gottes. Ihr wisst ja, Johannes sagte, siehe, das Lamm Gottes kommt und trägt die Sünde der Welt. Der war nicht jemand, der etwas Großes zeigen wollte, aber er hat geduldig ertragen, was er ertragen musste. Denn seine Aufgabe war auf dieser Welt, die Sünden der Welt tragen. Und er kennt, wo er am Kreuz war, Legionen von Engel holen, dass die ihn befreien. Aber er hat es ertragen. Das konnten die Menschen nicht verstehen. Auch die Weltleute können nicht verstehen, wenn wir für unsere Feinde beten. Aber er sagt Jesus an einer Stelle, betet für die Feinde. Segnet die euch fluchen. Warum sagt er uns das? Weil das ist das Besondere, was ein Christ wird, wenn wirklich Jesus sein Hirte wird. Wenn wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Geht es so einfach? Ich glaube nicht. Das muss
durchgebetet werden. Das muss also durch dieses dankbare Herz, was uns Gott alles getan hat, oder unser Wunsch, Jesu ähnlich zu sein, durch das haben wir dann die Kraft, auch es zu ertragen. Ich bitte immer wieder Jesus, wenn ich sehe, das ist zu schwer für mich, dann bitte ich Jesus, geh mit mir, rede durch mich, weil ich weiß, von mir selber kann ich es nicht. Aber wenn der Herr mir beisteht, dann kann ich wirklich auch die Ungerechtigkeit ertragen. Ich kann dann auch mich so benehmen, dass ich nicht widerspreche. Nur wenn Jesus hilft. Weil selber von meinem Fleisch kann ich da mich nicht rühmen. Aber mit Jesus, weil er ist der Hirte unserer Seelen. Weil er hat den Weg gezeigt. Weil er ist unser wunderbarer Retter. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Danke, Jesus. Amen.